einen Moment. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Hier rumstehen ist harte Arbeit, ja? Nur weil wir gut gesichert sind, heißt das nicht, dass wir nicht wachsam sein müssen. Und ich lasse unseren Schutzwall nicht unbewacht. Merk dir einfach, dass ich hier die Wache bin und du ein Niemand. Also machst du besser das, was ich dir auftrage. Was soll ich dir bringen? Na was wohl? Ein Bier natürlich, auch wenn es die letzte Plörre ist. Wer uns Wachen hilft, handelt richtig. Aber vom Quatschen bekomme ich Durst. Abmarsch! Das könnte dann das Ende sein. Ich will das einfach nicht glauben. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Habe ich doch auch gerade gesagt. Er liegt den ganzen Tag im Dreck herum. Ich bin mal weg. Das hätte auch ins Auge gehen können. Hier, dein Bier. Ah, endlich. Ich komme um vor Durst. Hilf jetzt wieder den anderen. Moment, was ist mit meiner Belohnung? Das war ein Freundschaftsdienst und die bezahlt man nicht. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich nicht unter Wert verkaufen. Dann sieh diese Lektion als Bezahlung an. Von mir bekommst du keinen Splitter. Na gut. Siehst du, du bist ja doch vernünftig. Und weil du mir nicht dumm gekommen bist, werde ich beim Warlord der Nebelkrähen ein gutes Wort für dich einlegen. Das kann ich natürlich nicht umsonst machen. Mein Wort ist kostbar. Aber für deinen Freundschaftsdienst mache ich dir einen Freundschaftspreis. Ich sage Ragnar, dass du uns eine Hilfe bist und du überlässt mir eine Handvoll Splitter. Nein. Alles, was du von mir bekommst, ist eine Handvoll Scheiße. Und ich dachte, wir wären uns einig. Aber meine Faust erklärt dir jetzt, wie man hier ein Geschäft abschließt. Na, was ist jetzt? Trainier dir erst einmal ein paar Muskeln an, bevor du dich mit mir messen willst. Dein Kumpel Alva ist tot. Ist? Ich meine, was? Hörst du schlecht? Alva lebt nicht mehr. Ja, doch, das habe ich verstanden. Scheiße. War klar, dass das mit dem alten Alki nicht gut enden kann. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Wo ist seine Leiche? Unterhalb des großen roten Hauses. Alles klar. Ich werde mich um seine Leiche kümmern, wenn ich Zeit habe.
Jetzt zerbrich dir doch darüber keinen Kopf. Ja, das kann man so oder so sehen. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was du da erzählst. Sei lieber still. Erst mal was trinken. Wenn du das sagst. Mit der Alten hat man nur Ärger. Erklär mir ein paar Dinge. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Das habe ich schon ganz anders gehört. Was ist los?